Ein Schwerpunkt dieser Folge sind einmal mehr Pen-and-Paper-Rollenspiele. Und gleich mehrere davon stammen von deutschen Projektgründern. Nur noch wenige Tage läuft Magoon, das sein bescheidenes Funding-Ziel längst erreicht hat. Geister, Dämonen und generell Horror stehen im Mittelpunkt bei Magoon. Autor Leander Taubner hat 15 Jahre Arbeit in das Spiel gesteckt und in dieser Zeit laut eigener Aussage 4000 Seiten Text erstellt, dazu unzählige Illustrationen. Es ist also alles bereits fertig und möchte nur noch gedruckt werden. Wobei das Buch von den 4000 nur 400 Seiten enthalten wird. Das Setting: In einer mittelalterlichen Welt existieren zwei parallele Ebenen, die materielle und die Geisterwelt, die aber eng miteinander verflochten sind, und Geister gehören quasi zum Alltag. Über 200 atmosphärische Illustrationen bereichern den Band. Wenn euch das jetzt interessiert, solltet ihr jetzt zuschlagen, denn viele Bücher sollen nicht gedruckt werden. Fragged Empire hingegen ist ein neuseeländisches Sci-Fi-Rollenspiel, das Ulysses-Spiele in einer Deluxe-Version auf Deutsch herausbringen will. Die ist ebenfalls bereits gefundet, jetzt geht es nach und nach an die Stretch-Goals. Die Kampagne findet auf der hauseigenen Plattform von Ulysses statt. And the mysterious lair. Nochmal Ulysses. Dieses Mal aber Kickstarter und ein Gesellschaftsspiel. Aventuria ist die Deckbuilding-Variante des Rollenspiels DSA und hier tritt man entweder im Duellmodus gegeneinander oder gemeinsam gegen das Spiel an, was ausgesprochen gut funktioniert. Momentan wird die englische Variante gecrowdfundet, was mittlerweile auch erfolgreich gelungen ist. Für euch als deutsches Publikum ist diese Version natürlich weniger spannend, aber jede internationale Ausgabe stärkt die Marke das schwarze Auge, was in unserem Interesse ist. Also, weitersagen. Und nochmal Pen and Paper. Naja, zumindest ein Pen and Paper Setting. Seventh Sea war das erfolgreichste PNP-Rollenspiel auf Kickstarter und soll jetzt ein Computer-Rollenspiel nach sich ziehen. Und dafür wiederum zeichnet die Firma Nocturnal Media von Stuart Week verantwortlich, dem Gründer von White Wolf. Wir haben hier also Leute, die wissen, was sie tun, wenn sie sich an die Umsetzung eines Tischrollenspiels wagen. Vom Produkt Voyage of the Fortune Star gibt es noch nicht viel zu sehen außer einem kurzen Piratenkampf. Trotzdem ist die Kampagne recht erfolgreich gestartet und hat nach wenigen Tagen immerhin fast ein Viertel der Summe erreicht. As heartless and mercenaries you may wish to be, Han Solo has a heart of gold and will play the unwilling hero. Glitch saw the world for the first time. Kommen wir von Piraten zu kuscheligen Stoffelefanten. In der Welt von Woven ist alles gemütlich, sicher und eben aus Stoff. Das weckt bei PlayStation-Jüngern Little Big Planet-Assoziationen, wirkt aber viel ruhiger. In der Welt von Woven soll man sich sicher fühlen und gleichzeitig den Mysterien eines 3D-Point-and-Click-Adventures nachgehen können. Das ist einfach zuckersüß und gleichzeitig sehr verlockend. Nur schade, dass diese kuschelige Welt von fiesen Metallinsekten heimgesucht wird. Woven ist vermutlich zu speziell für den Mainstream. Die Kampagne läuft keine 2 Wochen mehr und ist noch weit von ihrem Ziel entfernt. Schade. Ob das nächste Point-and-Click-Adventure auch so schnuffig wird? Mal sehen. Es heißt Arrival in Hell. Okay, vermutlich nicht. Hierbei handelt es sich um das Remake eines 10 Jahre alten und gefeierten, beziehungsweise von vielen auch völlig zerrissenen, Gratis-Flash-Games, das nun mit nicht ganz zeitgemäßer Renderoptik neu erscheinen soll. So kommen auch die vielen Gore- und Horror-Effekte besser zur Geltung. Die Atmosphäre wirkt tatsächlich sehr bedrückend, vielleicht zu bedrückend. Auch Arrival in Hell ist noch weit von seinem Ziel entfernt. We go towards. Zeit für etwas Metal. Code Hardcore ist ein 2D-Mecha-Action-Titel mit extrem schicker Anime-Optik. Wir steuern unsere Kampfmechs, von denen verschiedene Modelle samt diversen Piloten zur Auswahl stehen, durch 2D-Plattform-Level und ballern auf andere Hightech-Kampfmaschinen. Ab und zu dürfen wir sogar fliegen. Das Ganze ist extrem fetzig inszeniert, toll animiert und durch das Einbeziehen von Objekten der Spielwelt wirkt es auch abwechslungsreicher, als die Prämisse zunächst vermuten lässt. Diverse Single- und Multiplayer-Modi stehen zur Wahl. Dafür gab es bereits diverse Indie-Preise und in Asien scheint der Titel jetzt schon Kult zu sein. Code Hardcore ist längst gefundet und hat noch fast einen Monat Laufzeit. Jetzt geht es an die Stretch Goals. Mehr Level, mehr Bosse, mehr Konvertierungen. Ach ja, begleitendes Spielzeug gibt's auch schon. Sidekick, he'll learn in no time. Wenn ich jetzt frage, wer erinnert sich noch an Commander Keen, wird die Hälfte der Zuschauer nostalgisch aufseufzen.
Auf diesen Effekt hoffen die Macher von Red Rogers, einem 2D-Plattformer um den namensgebenden kleinen Jungen und die sprechende Retro-Konsole, die ihn begleitet. Der Humor ist also schon mal ähnlich schräg wie bei Keen. Die Optik dieses auf modern gebürsteten Titels mit klassischem Jump-and-Run-Gameplay erinnert frappierend an das Gianna Sisters Remake von Black Forest und dürfte sich auch an genau die gleiche Zielgruppe richten. Red Rogers braucht noch einen mittleren Schubs, um sein Ziel zu erreichen. Es könnte aber noch klappen. A world where you can build anything, from spaceships to orbital stations. Dual Universe fällt in die Kategorie zu gut, um wahr zu sein. In diesem Sci-Fi-MMO sollen sich alle Spieler immer in der gleichen riesigen Voxelwelt befinden, ohne Instanzen oder sonstige Zonen. Alle Handlungen jeden Spielers sollen die Erfahrung aller anderen beeinflussen. Dazu gibt's ein mächtiges Crafting-Tool. Die Spieler bauen Städte, konstruieren und fliegen Raumschiffe, Raumstationen, besiedeln Planeten und erschaffen gemeinsam eine große Zivilisation. Wer bei No Man's Sky an Langeweile und Einsamkeit litt, sollte also reinschauen. Circa 5000 Leute sind bisher an Bord und haben circa 350.000 Euro beigetragen. Fehlen noch 150.000, wobei auch eine 500.000 noch recht wenig wirkt, um dieses ambitionierte Spiel umzusetzen. Erscheinen soll es übrigens Dezember 2018.
You are the devil, and I know that when you're here, I've got to show that I'm the nicest, the neatest, the most loveling girl. 'Cause ooh, I